Eine kreative Underground-Organisation. Naja, wir haben schon angefangen, andere Musik vorher zu spielen, aber gemerkt, dass man sich zu dieser Zeit nicht mehr ausdrücken kann mit der Musik, mit Gitarren etc. Weil alles führt wieder zurück zu den Stones, zu Led Zeppelin, AC/DC, egal was. Und 1990 ist halt das Jahr der Techno-Sachen. Deswegen müssen wir uns mit Computer machen. Wir sehen uns auch mehr als eine Rock'n'Roll-Bewegung des Computers, als Techno. Es ist wie Punk 1977, nur Punk war zu destruktiv. Und Techno hat da irgendwie eine andere Message. Mehr halt für die Zukunft, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Was geht nach? Wir verschicken nicht viele Muster oder so. Wir machen nicht groß Promotion, wir schalten keine Anzeigen in Zeitungen. Es läuft eher über Mundpropaganda, ist sehr untergründig, aber wir machen gezielte Promotion. Wir verschicken Tapes, Musterplatten an DJs in der ganzen Welt, an wichtige Labels und die leiten es dann weiter, dass es in die richtigen Hände kommt. Ja, um den Sound halt zu hören, ist es besser schon mal in der Disco zu hören, weil man mixt ja heute nicht mehr für die Anlage zu Hause. Aber in der Disco sind ganz andere Sachen wegen den Frequenzweichen und das muss man halt erst vorher mal hören. Deswegen gehen wir einmal die Woche in ein ziemlich großes Disco mit dem besten Soundsystem eigentlich in ganz Deutschland. Als der Beste in ganz Europa mieten wir uns einmal die Woche. The future. Yeah, it's the future. Ich glaube nicht mehr, dass sich jetzt noch irgendwas ändert oder dass die Gitarren wieder zurückkommen oder dass Rock wieder in ist oder egal was. Es wird jetzt damit bleiben. Ich meine, wir sollten uns auch nur nicht festlegen auf eine durchgehende Bassdrum. Techno heißt für uns alles, was mit diesen Instrumenten gemacht ist. Es kann genauso gut Soul sein, es kann genauso gut alles sein. Hauptsache, es hat diese gewisse Feeling, was die Zukunft uns bringt.